Und damit sind wir wieder zurück bei Let's Play Guardians of the Galaxy. Und wir gucken nochmal kurz in unser Tagebuch hier. Wer das nochmal angucken und lesen will, dann Screenshots machen oder Video anhalten. Ne, ist wieder schön gestaltet, ne, hier. Wo man, was war das aber? Zack, und falsche Kabel mit wäre fast aus der, ach ja, wo wir dann dort hingereist sind zur Hellas Hope, durch die Kante geschwebt. 80s Rock. Ah, okay, das war, wo sie gezielt haben. Je, und wieder Pech im Corells Büro. Ah, okay. Okay, diese geilen Robby-Roboter, die sind echt cool. Dann haben wir hier bla bla bla. Hier der Riker, nicht Riker zu verwechseln. Er sieht aus wie eine 15, ne? Ja, hier, wo sie. Wo Niki war, wo ich hier. Oh, Entschuldigung. Spät. Genau. Würfel, 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 Zeit, Zeit, Zeit. Gorel ist tot, oder zumindest fast tot. Ah ja. Ja, hier. Durch die Kante geschwuppt, ja, zack, zack, battle, 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 krieg, 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 krieg. Achso, komm mal an. Natürlich haben wir das dann wieder, okay. Haben wir das dann wieder hier rausgeschafft für das Ding. Genau, weil Rocket im Brasilienbau Glaubensbatterien angeschlossen hat. Und dann sind wir wieder zu Hause, wir haben es in letzter Sekunde geschafft. Jo. Dann kommen natürlich wieder hier diese Liesel Loser Leggen, aber die haben wir natürlich aus dem Weltraum geballert, obwohl ich mit der Steuerung nicht klarkam. Dann waren wir natürlich beim World Mind, das ist so, ne? Und ja, das hat gesagt, nee. Ist nicht, verzieht. Die habe ich natürlich wieder ins Fettnäpfchen gedreht, nämlich oben rechts sieht man das dann. Wie sich das auf die nächsten Entscheidungen auswirkt. Aber in diesem Spiel trete ich in jedes Näpfchen. Voller Fett. Ja, jetzt, ne? Gucken wir mal. Ah, wir haben es mitgenommen. Ah. Corell ist das immer. Gamora. Hey. Ist das Corells Auszeichnung aus dem Galaktischen Krieg? Ja. Ich habe sie aus ihrem Büro gerettet. Ich wollte sie ihr zurückgeben, bis... Niemand konnte vorhersehen, dass Corell tot ist. Oder dass Niki die Matriarchin ist. Oder dass sie vielleicht mein Kind ist. Das auch. Sie wird Fragen haben und ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Wie bist du mit Mom zusammengekommen? Warum warst du nicht da? Wolltest du mich überhaupt? Ach, ich bin schon wie mein Dad. Willst du mit mir üben, ihre Fragen zu beantworten? Ah, süß. Corell hat mir nie von Niki erzählt. Sie hätte es vor 3 Jahren tun können, hat sie aber nicht. Was ist passiert? Du musst versprechen, mich nicht so sehr zu verurteilen. Das kann ich nicht versprechen. Ich verurteile gern andere. Na gut. Corell hat mich möglicherweise mit einem entführten 12-jährigen Mädchen erwischt. Okay, dann verstehe ich, warum Corell Niki nicht erwähnt hat. So war es nicht. Ich habe das Kind nicht entführt. Es war Yondu. Ich habe gesagt, es sei falsch und er müsse sie zurückgeben, aber er sah es anders. Also stahl ich die Milano und wollte sie zurückbringen. Und dann fing Corell mich zufällig ab. Mhm. Nach dem Galaktischen Krieg gingen Corell und ich getrennte Wege. Ich kehrte zu den Ravagers zurück,
Sie trat dem Nova Corps bei. Es gab für uns keine gemeinsame Zukunft. Als sie mich mit dem Kind erwischte, als ich die Enttäuschung in ihren Augen sah, da wusste ich musste ein neues Leben beginnen. Auch wenn ich dafür Yondu ausliefern musste. Deinetwegen steckt Yondu im Kiln? Kein Wunder, dass auf deinen Erdnamen ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Er war bestimmt angefressen. Yep. Aber ich würde es wieder tun. Was mich trifft, ist, dass Corell viele Gelegenheiten hatte, mir von Nikki zu erzählen. Sie hat es nie getan. Wenn ich's gewusst hätte, vielleicht... Wichtig ist, dass du es jetzt weißt. Ja. Nee. Ich hab Nikki schon einen Teil der Geschichte erzählt. Aber nicht alles. Was hätte ich sagen sollen? Hey Kleine, ich war mit deiner Mom zusammen und bin vielleicht dein Dad? Das eher nicht. Ich meine, wir hatten Krieg. Ich habe mit den Ravagers Versorgungsketten der Chitauri angegriffen. Piraten, du weißt schon. Niemand von uns hatte außer Überleben langfristige Pläne. Vor allem keine Kinder. Ich habe Corell nur getroffen, weil die Chitauri zur Erde wollten. Merkur, ja, ich erinnere mich. Richard Ryder hatte einen Außenposten auf der Planetenoberfläche eingerichtet. Einen unterbesetzten, schlecht bewaffneten und hoffnungslos unterlegenen Außenposten, der gegen die Chitauri nicht die geringste Chance hatte. Es war klar, dass ich was unternehmen musste. Das würde Nikki verstehen, denke ich. Es war so knapp, Gamora. Als ich Yondu zur Hilfe überredet hatte, war der Außenposten schon gefallen. Wir dachten, wir kämen zu spät. Und als dann Corell und ihr Trupp aus diesen Höhlen kamen, sie war so unfassbar knallhart. Ihre Truppen waren völlig ausgelaugt, aber sie wollte den Merkur nicht kampflos aufgeben. Das klingt definitiv wie die Corell, die ich kenne. Ich wollte Yondu überreden zu bleiben und den Außenposten zurückzuerobern, aber er sah keinen Sinn darin zu sterben. Also blieb nur ich. Wir haben stundenlang Strategien entworfen, oft bis tief in die Nacht. Nach 3 Tagen stand der Plan für den Gegenangriff. Und er war immer noch riskant. Wir dachten, wir würden sterben. Seid ihr aber nicht. Nein, sind wir nicht. Und jetzt muss ich irgendwie meinem Kind, das mir fremd ist, beibringen, dass seine Mutter tot ist. Ach, wie auch immer. Bis wir Nikki zurück haben, warten größere Aufgaben auf uns. Das hier kann warten. Stimmt. Aber wenn du bereit bist, darüber zu reden, sei einfach ehrlich zu ihr. Der Rest ergibt sich dann von selbst. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ja, sehr gut, Kleine. Jetzt haben wir, gucken wir uns wieder an. Na komm, wir finden es wieder geil. Yeah. Heute die ganze. Okay. Wir hatten eine echt gute Zeit, oder nicht? Sie sehen meine Motorrad dann schon. So, wir gucken nochmal alles durch. Okay, das hat nur. Das ist nichts Neues. Na, das Bild ist ja auch cool. Vom Team und Rocket da vorne vor der Kamera. Alles klar. Du siehst aber flauschig aus. Du kleines Knuffel. Na los, komm. Hopp, hopp. Ja, du bist knuffig. Was zum Fla... So bist du reingekommen? Alter, kannst du... Vergiss es. Durch was für eine Materie kannst du dich fressen? Und das Bett stinkt. And we dreaming away. Yet.
Und jetzt? Okay. Wir haben ein Schild. Okay. Das ist unser Zimmer? Hm. Wieso ist das so klein? Wie siehst du denn aus? Ich meine ich. Oh. Krasse Frisur. Was? Hey. Was? Was soll das? Wieso bist du ich? Komm schon, der sprechende Waschbär wartet auf dich. Und die anderen auch. Rocket. Was? Ja, ja, er hat dieses Ding repariert, dieses kaputte. Hey, wenn wir jetzt so ein cooler Weltraumchecker sind, warum müssen wir dann vor den Bösen weglaufen? Das ist kompliziert. Nein, ist es nicht. Wir sind gelandet und hör auf wegzulaufen. Also, ach Mann, ich wollte gucken. Ich muss Niki einfach die Wahrheit sagen. Mein Dad hat das nicht getan. Tja, dann mach's. Ich wollte eigentlich hier gucken. Okay, irgendwas ist. Groot wollte dich schlafen lassen. Ist das zu fassen? Wie lang war ich weg? Lang genug, um uns den ganzen Weg zur Quarantänezone zu fliegen. Moment, wie sind wir hergeflogen? Quill, willst du dein Schiff reparieren oder nicht? Mein Schiff? Ja, dein Schiff. Komm schon, die anderen sind draußen. Das ist zu. Das kann keine Realität sein. Der Kühlschrank ist zu. Wir müssen vorsichtig sein. Die Quarantänezone war beim letzten Mal alles andere als sicher. Keine Sorge, ich erinnere mich an die plötzlichen Trümmerschauer und die aggressive Tierwelt. Irgendwas ist komisch. Du hast uns also den ganzen Weg geflogen. Ja. Ohne zu fragen. Hey, ich hab gefragt. Du hast gesagt, ich zitiere, ich bring euch zu den Sternen. Ich zeig euch, wer wir sind. Wir sind Space Riders ohne Namen. Und dann hast du weitergeschlafen. Und das war für dich ein Ja? Es war gut genug. Hi, du süß Betty. Wann immer du bereit bist, Quill. Gib mir eine Minute. Du hattest schon jede Menge Minuten. Schlafen zählt nicht. Ayo. Okay. Dann nicht. Ist im hier Ernst, genug? Rocket, findest du es nicht komisch, hierher zurückzukehren, nachdem... Konzentrier dich auf das Jetzt, Quill. Geschehen ist geschehen. Und jetzt muss das Schiff repariert werden. Nicht das Einzige, was repariert werden muss. Okay. Über die Brücke gehen wir, wenn Groot sie macht. Das war witzig. Scheiße, was ist jetzt los? Wenn wir draußen sind, soll ich mich dann umsehen? Irgendwas hochheben? Sind schon alle draußen? Ja, sie warten auf uns. Das klingt komisch. Also, wie lautet der Plan? Nehmen wir jeden Schrott mit, den wir finden? Nicht jeden Schrott. Wir suchen einen Kathokatalysator der Stufe 2 mit Löschgriff. Hä? Und mir fehlt ein optischer Induktionskabeladapter. Falls wir eine Plasmabox finden, haben wir es fast geschafft. Eine Box? Genau. Das Wort kenne ich. Komm schon. So, gehen wir. Es ist komisch. Seht mal, wer da gerade aufgestanden ist. Der Nager hat entschieden, als du geschlafen hast. Ja, ja, ich weiß. Du hast ja lang gebraucht. Was? Niki? Hey, du solltest nicht hier sein. Du hast versprochen, mich hier rauszuholen. Ich weiß, aber... Niki! Leute, sie darf euch nicht erreichen! Das musst du mir nicht zweimal sagen! Ja, das ist geil. Alter! Ist so schnell,
Wo, was, wie? Wir können der Bestie nicht entrinnen, Peter Quill! Weiter, Drax! Ehre meinen Tod! Na, scheiße! Irgendjemand! Wir müssen uns unseren Ängsten stellen, Verantwortung übernehmen. Leute, es tut mir leid! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Doch, das weißt du! Du weißt es! Nein, das ist alles falsch! Lass mich in Ruhe! Das ist ein scheiß Raum! Was machst du da? Helden laufen nicht mehr. Okay, jo. Von all dem ergibt einen Sinn! Wir können nicht weiter von diesem Problem weglaufen. Es ist meine Schuld, oder? Das alles! Wir sollten ein Held sein. Leute, es tut mir leid! Ich weiß nicht, was ich tun soll! Doch, das weißt du. Du weißt es. Wir müssen uns unseren Ängsten stellen. Nimm das, du hässliches Monster-Ding! Peter Quill. Recht hat er. Peter Quill! Peter Quill, wach auf! Drax, wir haben es besprochen, Mann, du musst das lassen. Dein uneheliches Kind hatte recht. Meine Familie wird wiederhergestellt. Oh, Scheiße. Ja, okay. Und wir müssen nur vertrauen haben. Nein. Ach, Drax, du machst mich echt nervös, Mann. Du sollst die frohe Botschaft auch hören, Peter Quill. Auch du hast deine Familie verloren. Deine Mutter. Die Kree-Frau. Du weißt, wie viel Schmerz Verlust bereitet. Drax. Doch der Glaube und das Versprechen der Matriarchin können unsere Familien wieder vereinen. Drax, also ich... Du hast ihr Versprechen doch angenommen, oder, Peter Quill? Wir sind ehrlich. Noch nicht so richtig. Aber nicht, weil ich nicht will. Ich habe nur ein paar Fragen. Ich verstehe. Das Versprechen der Matriarchin ist überwältigend. Überwältigend, kann man wohl sagen. Ich habe auch Zeit gebraucht, um das Wunder ihres Versprechens zu erkennen. Scheiße. Ja, genau. Zeit. Brauche ich auch Zeit. Ich gebe dir Zeit, Peter Quill. Allerdings bin ich unsicher bei den anderen. Der Holzmann lässt sich womöglich bekehren, aber ich fürchte die Attentäterin und der Nager nicht. Das macht sie zu einer Bedrohung für unsere Sache. Ich muss sie beseitigen. Warte! Wieso? Wird er darauf reagieren? Weil sie unsere Familie sind? Nee, der ist besessen. Gib ihnen eine Chance. Oder? Naja, weiß nicht, gib ihnen eine Chance. Okay, vielleicht müssen wir den irgendwie in sein Spiel mitspielen. Ich hoffe, das ist die richtige Antwort, dass er da sein Spiel mitspielt und sagt, gib ihn zu unserer Familie, gib ihm eine Chance. Vielleicht tun die das Versprechen der Dingens dann auch hier, der Matriarchen auch Dingens. Sie sind unsere Familie. Sie verdienen eine Chance. Das ist alles ein bisschen viel für sie. Glaubst du wirklich, sie nehmen das Versprechen an? Ich weiß es. Nimm Gamora. Ihr Vater war Thanos. Sie muss noch einiges verarbeiten, bevor sie das annehmen kann. Und Rocket. Wo fange ich da an? Er ist quasi ein wandelndes Laborexperiment. Und was Nikki, die Matriarchin, da gerade anbietet, das ist quasi völliges Neuland für ihn. Und der Holzmann? Du hast doch selbst gesagt, der wird dabei sein. Wir reden von Groot, Mann. Er ist unser Fels. Na gut, Peter Quill. Tja, gut, das ist toll. Ich sag's gleich den anderen. Nein, ich hole sie und bringe sie zu dir. Und wie? Sie ist eine Million Lichtjahre entfernt. Wir sind bereits auf ihrem Planeten gelandet. Denk scharf nach, Peter Quill. Wenn ich zurückkehre, will sie eine Antwort von dir. Warte! Drax! Wir können doch darüber reden!
Na toll. Alter. Bist du da? Sag mir, dass du nicht tot bist. Quill? Antworte ja. Oh, ich bin hier, Rocket. Oh, Flock sei Dank. Peter, Rocket, warum ist meine Tür von außen versperrt? Ja, Drax hat sich möglicherweise der Kirche angeschlossen. Was? Im Ernst? Ich bin Groot. Ich weiß, es ist super verkorkst. Drax ist auch verkorkst. Er hat uns vielleicht auf die Sacrosanct gebracht, um die Matriarchin zu finden. Aber don't worry. Ich hab vielleicht eine Idee. Das Lama-Ding hat sich durch meine Wand gefressen. Cammy? Es hat einen Namen? Wie auch immer, dadurch komme ich vielleicht raus. Cammy, ja. Oh, die ist so knuffig. Wann haben wir das Lama getauft? Wir haben sie nach Drags Tochter benannt. Bevor er uns verraten hat. Ah, okay. Ich wollte eigentlich gucken, was das daneben ist. Okay. Bist du schon draußen, Quill? Ich wollte mich erstmal umgucken. Wenn ich mich durchquetschen und das Cockpit erreichen kann, kannst du die Schlösser öffnen. Bingo! Deswegen ist es. Okay, ich bin draußen. Eine Spur von Drax? Noch nicht. Das wird spannend. Schaffen wir es bis zum Cockpit oder nee? Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Seht ihr in der nächsten Folge bei von. Weißt du was? Ich bin sogar froh, dass das passiert ist. Warum? Let's play. Weil ich euch gesagt habe, dass dieses Ding alles anknabbern wird. Aber habt ihr auf mich gehört? Oh nein, auf Rocket hört man nicht. Der kann nur reparieren. Moment, bist du jetzt froh, dass Cammy ein Loch in die Wand gefressen hat, oder nicht? Nein, aber vielleicht schon, wenn wir dadurch rauskommen. Let's Play Guardians of the Galaxy. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn nichts, so was mut. Entschuldigung. Dann klickt aufs Glöckchen. Damit sagt der Michael Cooper, ciao. Wartet mal, ganz. Die Shots repariert, wenn das alles vorbei ist. Ja, du Rocket, Mann, lass mich ab moderieren. Ich bin Groot. Darauf kannst du deine Rinde verwetten. Und ohne mich würde die Milano übrigens immer noch ziellos durch den Weltraum treiben. Fein gemacht, so. Geschehen übrigens. Ja. Ja, wir sind dir dankbar, dass du das Schiff repariert hast, damit Drax es entführen konnte. So, damit sage ich. Ciao.